Signal. Warum habe ich ein Signal? Ja, hallo, guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sprechen kann. Mein Name ist Jürgen Richflin vom Internationalistischen Bündnis hier aus Münster. Wir beteiligen uns hier heute an der Demonstration für die Freilassung von Deniz Yücel und aller politischen Gefangenen in der Türkei. Wir sind hier auf dem Prinzipalmarkt. Die Demonstration geht so in einer Stunde los. Wir hatten für heute hier ein Fahrradkorso geplant, deshalb sind hier so auch so viele Fahrräder. Vielleicht kann man das später nochmal mit den anderen Filmbeiträgen nochmal mit einfangen. Und wir protestieren hier nicht nur gegen diese Inhaftierung des Journalisten und vieler anderer Journalisten, sondern aller politischen Gefangenen in der Türkei. Und vor allem protestieren wir hier gegen die Unterstützung der deutschen Bundesregierung und der deutschen Justiz, die auch hier in Deutschland verschiedene kritische Stimmen einsperren und kriminalisieren. Dafür stehen wir also hier auf der Straße. Wir fordern die Freilassung, die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen in Deutschland, die Abschaffung des Paragraphen 129a und b und die Aufhebung des PKK-Verbots. Gestern wurde noch bekannt, dass es eine Ausweitung dieses PKK-Verbotes gegeben hat. Und zwar soll es nicht mehr möglich sein, hier für die Befreiungsorganisation in Kurdistan zu werben. Die PYD und andere Volksbefreiungseinheiten dürfen hier in Deutschland nicht mehr beworben werden. Wenn man da also dann in Zukunft die Plakate oder diese Embleme zeigt, kann es dazu führen, dass man deshalb ein strafrechtliches Verfahren bekommt. Wir wissen, dass diese Organisation den wesentlichen Anteil daran hat, die IS in Syrien bekämpft zu haben. Und die werden jetzt hier durch die deutsche Bundesregierung in Kooperation mit der türkischen Regierung jetzt kriminalisiert. Und die deutsche Regierung macht sich hier zu Helfern für die Politik der Bundesregierung. Nutze auch die Gelegenheit, zu unserem nächsten Treffen einzuladen. Wir treffen uns am kommenden Dienstag in der ESG am Beul 43. Und zwar um 19:30 Uhr, um unsere weitere Arbeit als Bündnis hier in Münster zu beraten und unsere nächsten Aktivitäten zu besprechen. Wer interessiert ist, dieses Bündnis kennenzulernen, wir verstehen uns als antifaschistisch, internationalistisch, klassenkämpferisch und revolutionär, ist herzlich eingeladen. Vielen Dank, dass ich hier sprechen konnte.